Die Flut hebt alle Boote, aber wenn dann mal eine Ebbe kommt, dann sieht man eben auch, wer nackt gebadet hat. Und derzeit sind einige dabei, nackt zu baden. Ziemlich überhebelt sind viele unterwegs, sowohl im Kryptobereich als auch an den Aktienmärkten. Und heute sehen wir das erste Mal einen Rücksetzer und der hat sich vielleicht ein bisschen angekündigt durch das, was mit Bitcoin und den Kryptowährungen am Wochenende passiert ist. Da gab es ja den Börsengang von Coinbase, dieser Kryptobörse. Euphorie im Vorfeld, alle Kryptowährungen gestiegen. Dann ist der Börsengang vorbei oder das Listing genauer gesagt an der Nasdaq. Und wir sehen am Wochenende unter wahrscheinlich dünnerem Handel als sonst eben diese Abverkäufe bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Und anders als sonst hat sich Bitcoin heute nicht wirklich nachhaltig nochmal erholen können. Und möglicherweise sind da manche, naja, gehebelt zum Beispiel irgendwo drin in Kryptowährungen, sitzen aber auf der anderen Seite noch auf Aktienpositionen. Jetzt kommen die Kryptopositionen unter Druck. Das sorgt dann dafür, dass man vielleicht Marge generieren muss, um den ultimativen Margin Call zu vermeiden. Das wäre ein denkbares Szenario, aber es gibt auch sehr klare und, naja, charttechnische Gründe, warum die ganze Geschichte jetzt ein bisschen schwieriger wird, schlichtweg, weil die Märkte überhitzt sind, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Aber schauen wir uns zunächst mal an Bitcoin und S&P 500. Die Flut hebt alle Boote. Das ist ja passiert. Dementsprechend steigt Bitcoin meistens ziemlich kongruent mit dem S&P 500, meistens natürlich noch volatiler, aber die Grundrichtung, die ist meistens sehr, sehr ähnlich, wie wir in diesem Chart sehen. Und jetzt am Wochenende dieses Abknicken von Bitcoin und anderen Kryptowährungen nach unten, da folgt dann möglicherweise eben dann auch der Aktienmarkt, der schlichtweg überhebelt ist, zu heiß gelaufen ist. Das wird keine Trendwende sein wahrscheinlich. Also wir werden jetzt nicht ein crashartiges Szenario sehen, sehr unwahrscheinlich zumindest, sondern wir müssen schlichtweg mal ein bisschen auspusten. Diese Hitze, die da in dem Markt ist, die ist einfach zu krass gewesen und die muss ich jetzt ein bisschen relativieren. Flut hebt alle Boote. Hier sehen wir die Financial Conditions. Dazu zählen viele Parameter, werden damit eingerechnet, was diese Financial Conditions sind. Und wir sehen, wir haben ein neues Allzeithoch erreicht oder Allzeittief. Das heißt, die Finanzkonditionen waren nie so locker. Die Leute haben ihren Stimulus bekommen, die sind euphorisch, die Wirtschaft läuft gut, die Fed unterstützt. Naja, was soll schief gehen? Aber irgendwie hat man schon gemerkt in den letzten Tagen, da ging es nicht mehr so richtig dynamisch nach vorne. Man stieg so ein bisschen, es hatte so den Touch des Jahres 2017, als die Märkte immer so ein bisschen gestiegen sind, in der Summe dann relativ viel gestiegen sind, aber so richtig dynamisch war es eben nicht mehr, und jetzt sehen wir so ein bisschen Gegenwind. Warum, werden wir gleich vielleicht sehen. Hier sehen wir mal, die Flut hebt alle Boote. Derzeit sind es 100 Kryptowährungen, die mindestens eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar haben. Bitcoin ganz oben mit knapp über 1 Billion, vielleicht jetzt wieder drunter. Dann kommt Ethereum mit 260 Milliarden und dann kommt lange gar nichts. Also das sind letztendlich die zwei entscheidenden Kryptowährungen. Dogecoin hier schon auf Platz 7, diese Quatsch-Kryptowährung, die aber von Elon Musk gepusht wird und auch heute wieder zwischenzeitlich massive Anstiege gezeigt hat. Aber wir sehen, da ist ein bisschen viel Inflation in Sachen Kryptowährungen der Fall. Die Flut hebt alle Boote. Irgendwie ist diese Liquidität überall hingeflossen und naja, vielleicht war dann schlichtweg eben der eine Tropfen zu viel und dann läuft das Fass ein bisschen über, und das scheinen wir derzeit schlichtweg zu sehen. Aber es gibt eben auch charttechnische Gründe, könnte man sagen. Und zwar sehen wir, dass jedes Mal, oder es ist ein sehr bekanntes Muster, ein sehr häufig auftretendes Muster bei den US-Indizes respektive beim S&P 500, wenn wir sehen, dass der S&P 500 16% über seinem 200-Tages-Durchschnitt handelt. Hier mal aus der Vergangenheit ein paar Beispiele. Jedes Mal, wenn das der Fall war, wurde es danach ein bisschen schwierig, schlichtweg, weil der Markt zu überkauft ist. Es fehlen dann die Käufer. Wer soll denn noch kaufen, wenn alle schon drin sind? Das ist die alte Börsenweisheit, die sich immer wieder bestätigt. Und auch Sven Henrik hat hier mal einen Chart gezeigt mit Extensions, also mit Ausweitungen aus extremer Ausdehnung sozusagen des Marktes. Jedes Mal, wenn wir da an eine bestimmte Grenze kommen, wird es eben schwieriger. Und jetzt wird es schwieriger, weil eben die beste aller Welten letztendlich schon eingepreist ist. Viel besser kann sie nicht werden. Wir sehen jetzt auch Verkaufssignale bei kurzfristigen
bei kurzfristigen Indikatoren wie dem Moneyflow-Indikator, der zeigt, wie hier Lance Roberts gerade in seinem wieder sehr interessanten 3 Minutes on Markets, kann ich grundsätzlich nur empfehlen, ich hatte es schon mal gesagt, gezeigt hat, dass im kurzfristigen Zeitfenster diese Moneyflow-Indikator total überhitzt ist. Übergeordnet stimmt noch alles, aber kurzfristig ist eben jetzt die Geschichte zu heiß gelaufen und da muss man dann ein bisschen Tribut zollen. Hier sehen wir auch die Positionierung so hoch wie seit 2017 nicht mehr. Asset Manager sind all in, Privatinvestoren sind all in, alle sind irgendwie all in. Ja, wer kann dann noch kaufen? Das ist die große Frage. Und wir sehen hier auch dann eben die Überhitzungen in den verschiedenen Sektoren. Der S&P 500 hat ja 11 Sektoren oder ist eingeteilt in 11 Sektoren, davon 6. Mindestens 2 Standardabweichungen über ihrem 50-Tages-Durchschnitt, besonders Russell, besonders S&P 500, die Tech-Stocks und so weiter. Also da ist schlichtweg, die Dinge sind zu heiß gelaufen, da muss mal eine Pause her. 5 von 11 Sektoren haben ihre höchsten Price-Earnings-Ratios der letzten 10 Jahre. Also es ist jetzt nicht gerade günstig, kann man sagen. Aber man sagt sich, naja, Liquidität ist da. Aber vielleicht haben da ein paar größere jetzt mal ein paar Chips vom Tisch genommen und das erzeugt Druck. Wir sehen hier den Nasdaq 100. Obwohl wir jetzt in der letzten Woche ein neues Allzeithoch auch da gesehen haben, neben dem Dow Jones und dem S&P 500, allerdings nicht beim Nebenwerteindex Russell 2000, der so ein bisschen als Value Play gilt, besonders profitieren sollte bei der Wiedereröffnung der Wirtschaft, aber da war schon so eine inhärente Schwäche erkennbar. Der Nasdaq ist weiter nach oben gelaufen, aber wir sehen, er hat nicht mal seine Trendlinie wieder einholen bzw. überschreiten können, ist genau daran wieder gescheitert an dieser Trendlinie und hat jetzt ein bisschen nach unten geschnauft. Nächste Woche 6 der großen Tech-Aktien, das wird sehr wichtig mit ihren Zahlen. Da werden wir dann sehen, wo die Reise hingeht. Aber wir haben jetzt ja schon ein paar Zahlen in dieser Quartalssaison bekommen. Und wenn wir uns die mal anschauen, normalerweise, wenn Firmen besser melden, also sowohl Earnings per Share, Gewinn pro Aktie, als auch bei den Sales, bei den Umsätzen, dann war in den letzten Jahren die durchschnittliche Kursreaktion dieser Aktien plus 2,46%. Aber das ist jetzt durchaus anders. Wir haben jetzt 37 Berichte gehabt von Unternehmen. 81% davon haben die Earnings per Share Erwartungen sowie auch die Umsatzerwartung übertroffen, aber durchschnittlich sind die Aktien, die das gemeldet haben, um 0,6% gefallen. Also auch hier wieder, die beste aller Welten ist schon eingepreist. Was soll noch kommen? Die Zahlen sind ja praktisch der Ausweis der Vergangenheit, aber die Märkte gucken jetzt eben schon in die Zukunft. Und hier sehen wir, naja, no Fed speakers this week, das ganze Casino hat jetzt ein Problem, weil da so ein bisschen die Pusher von der US-Notenbanken fehlen. Und wir sehen hier, hatten am Freitag ja schon so eine Kerze, so ein Hanging Man. Das scheint sich jetzt erstmal fortzusetzen. Aber Morgan Stanley bringt es vielleicht auf den Punkt. Wir haben den Peak jetzt erstmal im kurzen Zeitfenster erreicht, denn die Märkte müssen jetzt langsam einpreisen, dass die Kosten weiter steigen für die Unternehmen. Wir haben Supply Shortages, wir haben also Lieferkettenprobleme, da fehlen teilweise die Rohstoffe, die man braucht, da kommen die Materialien, die man braucht zur Produktion, nicht zeitnah, nicht in time. Das ist ein Riesenproblem. Dementsprechend sagt der Morgan Stanley, ja, wir shiften mal so ein bisschen in Richtung defensiv, weil eben diese Earnings Season ein Sell the News Event sein könnte. Also buy the rumor, sell the fact. Du kaufst das Gerücht und verkaufst die Tatsache. Praktisch, weil die Erwartung eingetroffen ist, die die Märkte ja schon vorher gespielt haben. Jetzt ist die Erwartung Realität. Jetzt sagt man sich, okay, war schön, aber ich bin jetzt erstmal raus. Das sagen sich zumindest die Dickfische und die Insider, also diejenigen, die in den Unternehmen Managementpositionen haben. Hier sehen wir gerade jetzt im April die Insiderverkäufe so stark gestiegen wie schon seit, naja, sehr vielen Jahren nicht mehr, muss man sagen. Natürlich gibt es immer einen leichten Überhang von Verkäufen normalerweise der Insider, weil die bekommen zum Beispiel Optionen, die bekommen Aktienoptionen, die sie dann tendenziell eben irgendwann verkaufen. Aber wir sehen hier, das ist doch schon eine ziemlich deutliche Abweichung, die zeigt, die Insider verabschieden sich, also diejenigen, die genau wissen, was in ihren
Geschäften läuft. Wenn wir uns jetzt den Anleihemärkten zuwenden, dann sehen wir ja, dass wir in der letzten Woche so ein bisschen fallende Renditen gesehen haben bei den US-Märkten. Heute, oder US-Staatsanleihen genauer gesagt, heute sehen wir, dass von niedrigem Niveau kommen die Anleiherenditen in den USA wieder etwas steigen. Aber auffallend ist, dass in Europa die Renditen doch deutlich weiter nach oben gehen. Die haben sich so ein bisschen abgekoppelt jetzt von den US-Renditen. Wir sehen hier die 10-jährige Bundesanleihe auf dem höchsten Stand, in Anführungszeichen höchster Stand mit minus 0,22% seit dem März 2000. Und hier die 10-jährige französische Staatsanleihenrendite bei 0,87% Rendite plus diesmal. Also wir sehen, da haben wir ja schon den Anstieg der Kapitalmarktzinsen, der in den USA passiert hat, wahrscheinlich, weil viel zu viele Leute short gestanden sind in den Anleihen, also mit einem weiteren Anstieg der Renditen gerechnet haben, auch da dann das Boot zu voll, die Sache zu überhitzt, die Anleihen zu überverkauft und dann geht die Chance in die andere Richtung los. Jetzt aber noch die Frage, sind wir ein bisschen zu optimistisch in Sachen Corona, in Sachen Mutationen? Ist es vielleicht so, dass wir doch viel länger damit zu tun haben und auch durch die Impfungen das ganze Problem nicht wegspritzen können? Das ist die Frage, wenn wir uns jetzt mal die Zahlen, die reinen Infizierungszahlen anschauen, dann sehen wir, da haben wir ein neues Hoch erreicht, ein neues Allzeithoch erreicht. Es gab also noch nie so viele Neuinfektionen wie aktuell und wir sehen, dass wir jetzt schon deutlich mehr Todesfälle haben in 2021 als im Jahr 2020 weltweit gesehen. Zumindest werden wir da eine deutlich höhere Todeszahl bekommen in 2021. Also dieses Problem, das schleppt sich schon immer weiter und dass wir nach wie vor im Lockdown sitzen, hier zumindest in Europa, aber eben auch in Asien, in vielen Ländern Asiens, die Zahlen deutlich nach oben gehen. Das ist doch vielleicht ein Grund, ein bisschen weniger optimistisch zu sein. Aber wenn wir uns jetzt mal der politischen Ebene kurz zuwenden, dann sehen wir hier, dass Filmcrews offenkundig, wie hier Insider twittern, russische Filmcrews nach in Donetsk beordert werden. Dort sollen sie etwas filmen, aber sie wissen nicht was. Es wird ihnen gesagt, haltet euch bereit. Man sagt ihnen nicht wofür. Jedenfalls hier staatliche Fernsehgruppen, staatliche Fernsehcrews sind dahin beordert worden. Da könnte also etwas passieren in nächster Zeit. Das zumindest wird auf Twitter verbreitet und wir haben ja heute gesehen, Frau Baerbock, so muss sie korrekt gesprochen heißen, ist ja jetzt die Kanzlerkandidatin der Grünen, die das erste Mal diesen Schritt gewagt haben. Und hier sehen wir Predicted, also die Wettplattform aus den USA. Wer wird Ende des Jahres Kanzler oder Kanzlerin in Deutschland? Und dann ist klarer Favorit dort immer noch Markus Söder vor Baerbock, vor Laschet. Laschet, also klare Außenseiter, Angela Merkel ist auch noch im Rennen. Könnte ja sein, dass sozusagen die Wahlen stattfinden, aber es ewig dauert, bis eine Regierung gebildet wird oder das ganz schwer wird. Dann würde Merkel interimsmäßig eben weiter dranbleiben. Ich sehe das genau andersrum. Laschet wird es machen müssen, zumindest jetzt erstmal als Kanzlerkandidat der CDU. Aber die Wahl gewinnt, ist eine andere Geschichte, weil die CDU gar nicht anders kann, wenn jetzt Laschet doch nicht Kanzlerkandidat wird, dann ist er als CDU-Vorsitzender nicht mehr haltbar, dann hat man Riesenturbulenzen, die CDU ist in einer ziemlich miserablen Lage. Das war ein nicht wirklich gutes Schauspiel und die Grünen sehen da eben nach außen hin deutlich besser aus. Das könnte dann für die Bundestagswahl dann nochmal vielleicht ein entscheidender Schub sein. Schauen wir mal, wie es weitergeht, aber wir sehen jetzt zunächst mal jedenfalls an den Märkten so ein bisschen ein Ausatmen. Mal sehen, wie weit die Dinge laufen, ob die sich intensivieren, je nachdem, wie viele Leute hochgehebelt stehen. Da denke ich an eine Cathie Wood mit Tesla und Bitcoin und irgendwelchen Zukunftsunternehmen, deren Zukunft vielleicht schon praktisch vorbei ist. Die sind natürlich hochgradig exponiert und das, was wir mit Archegos gesehen haben, diesem Family Office Hedge Fund, wenn man so will, der praktisch über den Jordan gegangen ist, das dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein. Und je tiefer die Dinge jetzt gehen, umso größer das Risiko, dass da jemand anderes über den Jordan geht, was dann wieder Ketten- oder Domino-Effekte haben könnte. Das war's erstmal, meine Damen und Herren. Ich entlasse Sie jetzt in einen wohlverdienten und hoffentlich sonnigen Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.